Thunfisch, Wodka, Reis. Thunfisch war hier. Wodka. Endlich wird der mal weißlich anders. Können sie besser saufen. Und Reis. Und der andere Reis müsste 7, sehr genau. Passt. Alles klar. Gut, dann fangen wir mal wieder an. Was nehmen wir denn? Müsli, ne? Ja, guck mal, was wir an Nudeln brauchen. Das ist unglaublich. Nudeln, Macaroni. Könnte man eher drüber nachdenken, ob man im Lager noch ein bisschen was reinpacken kann. So, einmal fangen wir mal mit dem Toilettenpapier unten an. 3-mal das Grüne. Nudeln brauchen wir nicht. Mehl, die beiden roten Mehle. Alles klar, haben wir. Das war der Lieferjunge. Oder war es ein Liefermädchen? Man weiß es nicht. Genau, war ein Mädchen. Ist umgefallen. Schön. So, Reis. Eins, zwei, drei. Mindestens einen, ne? Weil der müsste ja auch jetzt gleich losrennen. Von dem Reis kann man ja ein bisschen lagern, das ist ja nicht das Problem, ne? So, wie sieht's denn mit dem Zucker aus? Suse und Susi Zucker, ne? Jeweils einen. Ja, Zucker wird mit Z geschrieben. Wo soll das hier so, ne? Alles klar, haben wir. Den können wir so lassen. Das passt alles, das passt alles, das passt alles. Mayo haben wir auch genug. Honig können wir kaufen. Schokolade können wir kaufen. Ja. Süßigkeiten 2-mal. Kuchen 2-mal. Und zwar der Kuchen 2-mal. Komm, kauf mal 3-mal und den 1-mal. Passt doch. Ist doch alles gar kein Problem. Tee. Aber Tee können wir auch mehrfach kaufen. Dann kaufen wir Bleiche und dieses komische Spülmittel. Nee, Reiniger ist das, ne? Reiniger. So. Erstmal die großen Kartons hier weg. Können wir den kleinen nehmen, den guten Suse, Braunzucker. Im Zweifel bestellen wir nochmal einen nach, wenn wir jetzt gleich sehen, das passt irgendwie, dass wir noch ein bisschen was reinräumen können.
Ja, ist halt blöd, dass das alles so gemischt wird, ne? Hier beim Runterfallen. Ah, geh doch mal weg jetzt. Weil er kommt ja jetzt wieder mit so einem angebrochenen Paket zurück und dann hast du alles wieder unsortiert, ne? So. Ja, Tee, oh, da können wir mal von kaufen. 1, 2, 3, 1, 2, 3, komm. Was soll der Geiz, oder? Ja, kann ich nichts machen, das ist leider so. Und wir fahren das Lager ja auch noch nicht unter Volllast. Das darf man auch nicht vergessen, ne? Weil unter Volllast sieht das so aus. Moment, ich zeig mal eben. Komm. So, das wäre Volllast. Ne? Einmal komplett voll machen. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass da noch einer drauf passt. Schmälert natürlich den Tagesgewinn, aber nach hinten raus muss das Zeug natürlich lange nicht nachbestellen. Ne? Könnte man beim Kaffee theoretisch auch mal machen. 8, 16, das passt. 9, ist einer über, weg damit. 7. Das wären 4 mal schwarzer Kaffee. Wir können es ja einfach mal machen, ne? 1, 2, 3, 4. Das wäre 4 mal roter Kaffee. Und das wäre 5-mal von dem anderen Kaffee. Dann hast du das Lager aber mal voll da. Also bei den Paketen kann man das ganz gut machen. Die anderen, ja, die sind halt... Die großen Pakete, Einer und Zweier, da wird es halt ein bisschen knapp. Bei denen hier kann man das gut machen. Sind ja Schwerlastregale, die sollten ja nicht zusammenbrechen, hoffe ich. Da brauchst du natürlich ein paar Tage keinen Kaffee theoretisch bestellen. Ne? Das ist der Vorteil. Leer läuft da sowieso nicht so schnell. So, kannst du beim Käse genauso machen. Wäre beim Käse... 3 Stück. Das war Mozzarella, ne? Eis. Ja, den Rest mache ich jetzt nicht. Nicht übertreiben. Vor allem führen sie dann morgen Ablaufdatum ein und alles schimmelig, weißt du? Kannst du alles wegschmeißen. Millionenverlust. Mm-mm. Nicht mit dem Fussel. Ich bin ja nicht blöd.
So, und das wäre dann sozusagen der Maximalzustand, ne? Was so geht. Das kannst du fast überall machen. Und bei den Eiern natürlich noch viel schlimmer, ne? Dann kannst du ja, was ist das? 3x3 auf mindestens 2 Etagen. Also da kannst du ein paar Eier reinpacken. So, hier sieht gut aus. Wie sieht's hier aus? Wir könnten ein bisschen Spülmittel gebrauchen. Braunen Zucker, die müssen wieder weggemacht werden hier. Spülmittel, irgendwie Zucker. So. Haben wir das? Haben wir das? Die Chips können schon wieder nachgekauft werden. Sehr gut. Warum habt ihr eigentlich Fallsucht? Ja, müsste umgelagert werden, aber... altbekanntes Problem. Sehr gut, das heißt, das haben wir auch aufgefüllt. Bei den Soda. Das ist Orange, wird das sein, ne? Soda, Orange. Der hier, ne? Ist das. Dann haben wir die beiden schon mal. Was brauchen wir denn hier noch? Käse, ist alles gut. Hähnchen. Ja, das lassen wir so. Salz haben wir. Brot können wir einen gebrauchen. Brot, Humus können wir eingebrauchen. Und neben dem Humus war der Kartoffelpüree. So. Kann man ja auch 6 Pakete reinschmeißen. Soda grün und der Soda. Haben wir auch alles aufgefüllt. Sehr gut. Thunfisch, Sushi, Bockmilch. Uiuiuiui. Sushi, Milch. Die müssen wir auch jeden Tag nachbestellen. Ne? Die andere Milch ist noch da. Die Kartoffeln kann man so lassen. Thunfisch, hatte ich gesagt. Ne? Thunfisch. Und von der Pizza, die 10-fach Käse. So, schön die Bockmilch da rein. Und das schöne Sushi. Ah, davon fehlt auch was. Womöglich muss ich gleich noch ein Sushi nachkaufen. Dann gucken wir mal eben hier. O-Saft, A-Saft, Cola, Turk-Cola und Wasser. Wasser blau. Cola. Nee, das nimmt er nicht, ne? Komm, gehen wir über Soda. Und zwar Turk-Soda und Saft. Von jedem ein. Bier. Kann ich nicht umbauen, ist mir auch schon. Das ist schon wieder kacke. Ein Fass Bier. Komm, wir kaufen 2 Fässer Bier. 7 Fässer Wein. Ja, das ist, du kannst nicht vernünftig arbeiten.
16:32, das passt. Bei der Cola, ne, also 13:16. Ah ne, das sind 24, ne? 12, naja, komm. So, was mache ich denn hier? Den kann ich rausstellen, ne? Alles klar, wir können öffnen, glaube ich. Sieht gut aus, ne? Sehr, sehr volles Lager, ne? Mit den Eiern kommen wir auch hin. Ja, das macht alles einen ganz guten Eindruck. Das schaffen wir schon. So, wir fangen wieder an. Los geht's. Alle auf Position. Einfach mal ein bisschen strecken. Guck mal in der Triste draußen. Da ist wirklich nicht viel los da draußen. Kaffee wird auch schon wieder kalt. Ja, passt ja. Tägliche Bestellwut. Kann ich noch was bestellen? Oh, da wird ein teurer Tag. Machen die mit Absicht, ne? Ja, eher mit der Kurve. 5, 6, 10... 12. Komm hier nicht raus. Hilfe. Mami. Was mich das kostet. Aber wie gesagt, es ist kein verlorenes Geld, ne? Es sind halt Lagerbestände und solange das nicht abläuft, ist es kein verlorenes Geld. Wenn es abläuft, schlecht. Aber so ein schönes, volles Lager ist auch irgendwie... Wie seht ihr das denn? Ich hab geöffnet, komm's ruhig zu mir hier. Nö. Findet ihr auch ein volles Lager geil? Werbung beginnt in Kürze. Schön, wie die immer höflich warten, ne? Fünfzig. Und noch ein. Zwanzig, dreißig, fünf, sechs, zehn, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Alles klar, 143,95. Könnt auch zu mir kommen, ja? Ja.
Ich beiß ja ganz wenig nur. Ja, bitte Kohlen. Hau ab. Hier kommt klar, ne? Gut. Einfach alles ein bisschen voller machen. Wir haben keine Geldnot, wir können uns diesen Spaß einfach erlauben. Und bedeutet, dass wir morgen theoretisch ein bisschen weniger bestellen müssen. Das heißt, werden wir heute wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel Gewinn machen. Können wir morgen damit unseren Gewinn steigern, ne? Mehr mit der Karte. Zweiundneunzig, fünfzig, sechzig, siebzig, achtzig, neunzig, eins, zwei. Zu mir will keiner, ne? Das ist der Vorteil, wenn man so eine zurückgesetzte Kasse hat. Der Student. Im 37. Semester. Eins, zwei, drei, vier, zehn, 20. 6,11 € für Makaroni. Hätte ich im Leben, würde ich da kein Geld für ausgeben. Aber hier nicht so viel. Makaroni können wir ja drüber reden, aber nicht so viel. Zehn, 20, 30, 40. 1, 2, 3, 4. Ja. 55, 66. Schnapsal. Wechselgeld, mein Gott. Warte. So. 28, 27. Fünfzig. Und noch einer. Hier. Fünfzehn Cent willst du zurück haben hier. Den guten Lachs. Zwanzig, vierzig, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, 20. Korrektiere. So. Alles klar. Weiter geht's. Sie können auch zu mir kommen hier, ne? Ich hab auch auf. Hallo. Sieht aus, als wenn die Kindergärtnerin wäre, oder? Völlig überfordert mit dem Blagen. Ach, die haben mich heute schon wieder so geschafft.
So, guck mal. Habe ich mal geholfen. Da werden sich meine Mitarbeiter bestimmt freuen, wenn ich mitarbeite. Finde ich toll. Nee, da ist noch was drin. Alles klar. Ich dachte schon wieder sehen, ne? 4, 3, 2, 1. Risiko oder was? Mensch, die können nicht eine klatschen, du. Idiot. Müsli. Lohnt sich ja kaum, ne? Das Schokomüsli würde sich lohnen, aber alle anderen Müslis sind ja soweit aufgefüllt. Kaffee geht. Ja, der rote Kaffee könnte gemacht werden. Davon haben wir doch kaum noch was. So, ich finde, jetzt habe ich aber genug gearbeitet hier. Ich habe auch den ganzen Tag kassiert, weißt du? Wäre schön, wenn die Herren an der Kasse auch mal mitarbeiten würden. Dann könnten wir nämlich alle etwas früher nach Hause. Also zurzeit liegt es natürlich tatsächlich nur... Boah, wie viel Bleiche haben die denn gekauft? An der Lahmarschigkeit der Mitarbeiter, ne? Meine Fresse, da ist aber ordentlich Bleiche weggegangen. Na komm, macht morgen früh weiter. 65 zufriedene Kunden und ja, leichtes Minus, weil wir so viel bestellt haben.